Herzlich willkommen hier zum zweiten Achtelfinale Uruguay gegen den Iran. Ja, Frankreich hat sich knapp durchgesetzt. Der Fallgeber ärgert sich natürlich über diesen unbockbaren Treffer. Ja, vor allem, weil man so viel für das Spiel gemacht hat. Aber Schwamm drüber. Gibt ja noch viele Matches. Oh, Alter, warum bist du nicht gefallen? Gelb sollte es aber alle mal geben. Oder nur Alter. Eine Verwarnung. Ja, Iran-Uruguay. Spannendes Match. Uruguay als Zweiter aufgestiegen. Iran als Gruppen, besser gesagt Tabellensieger. Suarez. Oh, schön gemacht. Und er trifft. Cavani. So sieht die Fresse aus. Manche haben sie gut dargestellt, manche wiederum nicht wieder in FIFA. Immer kennt man. Ja, voll Vorteil gegeben und Cavani nutzt das aus zum 1:0. Ja, Iran schwächelt wieder zu Beginn, wie schon gegen Portugal. Hosseini kriegt hier noch die gelbe Karte für das Foul. Ja, aber sie haben trotzdem. Es hierher geschafft. Das stimmt. Nächste Gelbe. Man hat Probleme in den ersten 10 Minuten. Das sieht man. Und das spürt man. Uruguay ein sehr schnelles Team, mit dem kommt man nicht ganz so zurecht. Oh. Ja, da wird natürlich auch die Kondition ausschlaggebend sein. Na, Rodriguez hatte, glaube ich, gar nicht von Beginn an, gell? Nee. Ah, oh, war stark bislang. Und wieder Ballverlust. Oh, ja. Aber wie man bei Frankreich gesehen hat, reicht es oft eine kurze Unachtsamkeit, ein bisschen Glück. Aber das ist ein bisschen Qualitätsunterschied, glaube ich. Auch im Iran hat nicht so den Spieler, der das jetzt alleine entscheiden könnte. Sie sind aber Gruppensieger. Oh! Wie bitte? Ich nehme alles zurück. Alter. Alter, das regt mich schon wieder auf. Genauso wie bei Frage. Drauf irgendwie drinnen. Iran gleicht aus. Sehr überraschend. Der passt perfekt in den Winkel.
Vielleicht nimmt das jetzt den Schwung bei Uruguay. Joey. Sarda. Sarda. 2-1. Iran dreht die Partie in wenigen Minuten. Ja, das war jetzt ein Eigenfehler, da ist man selber daran schuld. Auch Sarda schließt jetzt auf Torres und Aguero in der Torschützenliste. Aber nichtsdestotrotz, Uruguay hat sehr stark gespielt. Die werden, man weiß nicht, ob die jetzt nachlassen haben oder nachlassen werden. Bisschen geschockt sind. Iran jetzt ein bisschen im Aufschwung. Das war schon so sehr schön gespielt. Vielleicht auch Iran jetzt. Kommen Sie klar mit dem schnellen Spielstil? Und das gibt sich 3-1! Wieder Sarda! Und Jahana mit dem Assist. Was ist denn da los? 23, 27, 33. In 10 Minuten 3 Treffer. Alter, geh schon hin. Aber jetzt wieder. Oh, okay. Die müssen jetzt wieder ihr Spiel machen und das machen sie auch. Und jetzt gibt es eine rote Karte. Das muss, wenn er hier Geld gibt. Das muss einfach rot gehen. Ja, und da wieder raus. Ah, ganz bitter. Okay. Gelb-Rot ist auch in Ordnung. Das ist bitter. Tragt natürlich nicht zur Fitness bei. Sarda wird zurückbeordert jetzt. So, Suarez gegen Bayran Navand. Yes! Oh. Oh, der schießt nicht. Mohamed Adi. Ja, Cavani. Das gibt's auch nicht wirklich, oder? Cavani, du kannst aber da auch drüber springen. Ich glaube, der hat schon mal gelb gesehen. Ich glaube nicht, aber ich glaube, es gibt auch keine Karte. Da war ja auch nichts viel. Oh mein Gott. Oh ja, genau. Na, bitte. So wollte ich das zwar nicht spielen, aber ist okay. Ist okay. Weil ehrlich, dass er gleich direkt abzieht. Aber ich glaube, das war ja schon mal reingerutscht. Suarez. Wichtig. Puh.
Wichtig, wichtig, wichtig. Ja, es ist ein sehr gutes Match, muss man auch sagen. Der Iran hat drei Chancen gehabt, war alle drei genutzt. Aber die Partie ist noch nicht gegessen. Ist der 4 Minuten schon in der... Ja, da ist Platz. Und er macht's. Der hat den Platz und die nächste Möglichkeit und ist wieder drin. Gott. Defensiv läuft es nicht so bei Uruguay. Ja, man sieht es auf den Chancen. 8 Schüsse Uruguay, 7 Schüsse Iran, 4 aufs Tor und alle 4 gemacht. Passgenauigkeit, das ist ein sehr passgenaues Spiel auch. Die Partie an Qualität top. Ja, wie auch schon die vorherige Partie eigentlich, aber ich glaube, vom Tempo her ist das noch einmal eine Stufe drüber. Ja, das auf jeden Fall. Das ist sehr, Toren, ja. sehr Achtelfinal würdig auf jeden Fall. Ein Iran will es schaffen, ein Uruguay ist eben auch für mich einer der Favoriten. Die haben auch sehr stark begonnen, nur in der Defensive lassen sie ein bisschen nach derzeit. Na komm, nein, oder wirklich ernsthaft? Ernsthaft? Papa. Ja, die Kleine war schon gehabt, dass er geht, weiß ich. Aber. Pff. Keine Chance am Ball. Ja, aber ich finde, er ist mal drauf gelaufen. Also. Ja, jetzt hat er so alles drin. Oh. Jetzt wird's eine Abwehrschlacht. Hm. Die werden dicht machen jetzt, hinten Iran muss dicht machen. Man verliert den zweiten Innenverteidiger. Man wird daher doch einen jetzt einwechseln. Einen. Einen Wechsel hebt man sich noch auf, falls Verletzungen auftreten. Man nimmt hier ein bisschen Offensive auf. So. Umstellungen, man stellt auf eine 5er Abwehrkette. Die Shark wird als quasi dritter Innenverteidiger jetzt engagiert. Zwei roten Karten. Herr Sardar Stürmer als ZOM. Besser gesagt, mehr als ZM. Ein Tor braucht Uruguay noch einmal. Und die sind auf jeden Fall dran, weil Uruguay von Beginn an Tempo macht. Von Beginn an das Tor für sich entscheiden will.
Ja, und die spielen es von Beginn an nicht schlecht. Nur die Abwehr wirklich in dem Spiel sehr, sehr anfällig. Jimenez. Es hagelt hier. Aber nicht Eis, sondern Schüsse. Sada. Das ist aber nichts. Abseits. Wollen wir den letzten Max jetzt auch durchführen, fitnessmäßig? Schön, Ramirez, und da wieder Dejak im Weg. Nein. Sarda! Ja, den geht auch die Kraft aus, das merkt man. Nein! Nein! Oh. Der war noch im Strafraum, oder? Ich glaube. Keine Karte ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das ist wichtig. Und jetzt, wo war's? War das noch? Ich glaube, ich war. Ich glaube, ich auch. Es war. Ja. Ja. Bayern Wand gegen Suarez. Yes. Und es ist der Ausgleich einmal. So, Cavani hat etwas müde gewirkt, Fitness sagt so was anderes, aber egal. Suarez dreimal. Oh, schön. Ja, besser rauslassen als irgendwie komisch zurückspielen. Oh mein Gott. Viertelstunde noch. Uruguay geht auch ein bisschen die Kraft aus. Kann dieses Volltempo nicht durchziehen. Alter. Oh, jetzt die Lücke. Stuani. Nein! Und er macht es! Er macht es! Der fitteste Mann noch.
Das ist natürlich bitter. Ah, aber man kann da eh nichts umstellen. Was soll man da jetzt noch umstellen? Jetzt mal einer 3 Abwehrkette spielen. Ja, warum auch nicht, Mann. Jetzt braucht man so oder so ein Tor. Okay. Das dürfte es gewesen sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Partie. Und ich würde sagen, Iran ist ausgeschieden, weil das wird eh nicht mehr zum Aufwand sein. Das schenke ich nicht her, aber die Chancen wären sehr gering. Drum, bis dann noch einmal. Mach's gut und ciao.